Ja, hallo und willkommen zum nächsten Level, Level 13. Die wilde 13. So. Kann ich irgendwie behelligen hier? Da gibt es auch eine Trophäe. Ich muss hier die Trophäen ranholen. Zack, bringt nichts. Das ist immer wieder erstaunlich, wie plastisch das alles wirkt hier, wenn man in der Brille steckt. Auch diese Punkte hier, die wirken ja, als würden die im Raum schweben. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Eine Galaxie oder sowas? Das ist wirklich dieser Mittendrin-Effekt. Der ist doch sehr schön. Dann diese beiden Controller hier. Und jawohl, es ist VR. Das wurde eben schon gefragt, wie spielt man das mit diesen Controllern? Das wird das sonst auch gar nicht gehen. Man muss ja hier so, vergrößert man, so verkleinert man. Wie soll das mit einem Controller gehen? Das kann natürlich sein, dass das auch eine Hürde ist für manche. Ja, dass es halt eine Hürde ist. Ach, diese Schlangen. Ach so, das ist hier. Ist da noch was drauf? That makes so much fun. Das ist halt so ein bisschen so ein Entspannungsspiel. Ich tippe mal diese Viecher, da darf ich nicht dagegen kommen, wenn die so aus der Kiste draußen sind. Warte mal, ist ja Wasser, das geht ja gar nicht. Okay. Was sagt mir das denn hier? Jolla, 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 jolla. Weil dieser Ton herauskommt, wie wir sprechen. Jolla, jolla, jolla. Möchten Sie auch den Preis? Das ist hier dieses Boot hier. So. Ich finde das gut, dass man das Boot nicht über die Kante steuern kann. Das wäre sonst zu problematisch für mich. So, was haben wir denn da? Da haben wir da wirklich nichts. Der wartet hier auf mich. Ich frage mich, warum war hier. Warum ist hier das hier? Hallo, wie geht's denn so, mein Freund? Jalla, 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 jalla. Ach, wenn man spricht, da kommen die raus. Wenn man flüstert oder nicht sagt, Nase. Meine Güte. Mann, ich muss die Schnauze halt nicht wieder rein. Dann schon wieder die Nase. Mann. So. So, da muss irgendwo eine. Da wird double die Sonne entstehen. Da muss ich die nämlich abfackeln, um rüberzukommen. Aber ist das so zwingend notwendig? Da muss ich hier so durch. Der muss ich hier nach oben. So langsam darf man die Nase sich mal wieder beruhigen. Okay, machen wir erstmal hier weiter. So. So, dann kann ich doch eigentlich gleich hier. Verdammt! Das war jetzt aber ganz schön primitiv. Geh mal ran da. So ein bisschen die falsche Taste hier. Verdammt. Ja, ich bin wieder außerhalb des Bereichs von der Kamera. Wo ist die denn? Oh Gott! Ich muss mich daran orientieren. Ich muss da immer. In diese Richtung. Das ist mein Kontrollpunkt. Nichts anderes. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Das Problem bei der Sache ist einfach, man ist nicht mehr im Bild. Die Controller werden nicht mehr erkannt und da kann ich hier machen, was ich will. Was ist denn los hier? So langsam kann es mal wieder, ich kann es mal hier losgehen. Geh mal ganz daran. So. Muss ich hier von hier unten so. Ach, den muss ich sowieso noch holen.
Aber der wäre ja sofort oben. Deswegen mache ich mal hier. Ich hole mal, was ich kriegen kann hier. Ich möchte doch mal so ein bisschen. Das ist, bin wieder nicht mal im Bild. Das ist dann Orientierungspunkt. Wann kapiere ich das denn nicht mal? Ich finde das auch schön, dass ich quasi durch diese Teile durchpusten kann. Dann muss ich das nicht ganz so oft drehen und kippen und neigen. So. Ich muss mich immer so hinstellen, dass es da ist. Ich habe da einen Kontrollpunkt. Und nutze die Macht. Komm, jetzt will ich das auch kriegen. So, jetzt kann ich den wieder. Wo ist die Sonne? Da. Siehst du die Sonne? Also meine Nase macht mir heute wirklich Probleme. Finde ich gar nicht so gut. Ich hoffe mal, bei der nächsten VR-Brille, da machen die was am Tragekomfort. Ach, hier könnte ich auch rüber, von da drüben. Was, wo bin ich mit in Verbindung gekommen? Ach, das kann ich sagen. Ich habe das Wasser berührt. Jetzt ernsthaft. Ich gehe doch da vorne hoch. Weil es ist mir jetzt zu blöd hier. Hallo, wo ist der Mond? Ach, come on. Der Mond ist aufgegangen da vorne. Sehe ich das denn nicht? Mann, Mann, Mann. Ich glaube, da hat man bei VR Vorteile, dass man nicht immer... Da hat man ja, also bei PC, VR, ich weiß ja nicht, wie das bei der Welt funktioniert, hat man da so verschiedene Teile, die man im Raum verteilt. Hallo? Geht das doch runter? So, ist er nämlich gleich hier vorne. So, ganz alles darf man auch nicht machen. Geh mal darüber. Verdammt. Ich mach gleich das hier hoch. Ich muss mich einfach zu oft an dieser Sonne orientieren. Das stört mich ein bisschen. Okay. Wieso komme ich denn hier jetzt nicht da rüber? Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Dass ich sehe es doch schon, der Controller fängt schon an zu zittern. Jolla, jolla, jolla. Keine Ahnung, warum mir jetzt nur Jalla eingefallen ist. Leopardenknaller. Vor lauter Jalla, jalla. Wo ist die Sonne? 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 Boah, das ist das Problem. Man dreht sich so willkürlich im Raum. Aber wie will man das auch machen? Anders. So, ich müsste jetzt hier rüber. Dafür brauche ich aber die Sonne, um die abzufackeln. Die habe ich aber momentan nicht. Deswegen wechsle ich mal zu dem Kameraden hier. So, das wäre klar. Ich käme jetzt theoretisch hinein, aber das kann dann nicht der Sinn der Sache sein. Ach, der ist nur so lange aktiv, wie ich da draufstehe? Was habe ich denn hier ausgelöst? Heißt das, ich muss doch ganz außen rum? Aber wo will ich denn hin? Selbst wenn ich theoretisch, ich fähre ganz außen rum. Nehmen wir mal an.
Mal spaßhalber. Wo will ich dann hin? Ich muss mit ihm also irgendwas machen, was es ihm ermöglicht, überhaupt hier rüberzukommen. Ich vermute mal einfach, ich muss einen Hebel oder Schalter betätigen, damit das aktiv wird. Aber wo ist er denn? Okay, mal weitermachen hier. Der entgleitet mir schon wieder. So, die Kamera ist dort. Links neben der Sonne. Ich gehe hier runter. Dann gehe ich hier hin. Dann gehe ich hier. Wenn ich jetzt hier runter gehe, achso, da kann ich mit dem weiterkommen, dann hier rüber. Dann wieder dorthin zurück. Ist ja alles ein bisschen zu kompliziert. Da ist doch wieder ein Schalter. Wofür ist der denn da? Ach, die Sonne. Verdammt. Wo ist denn jetzt die Sonne wieder? Ich kann ja nichts machen hier. Er sieht mich nicht. Hier, Kugel, leucht. So. Nein. Vielleicht geht das ja trotzdem. Komm rauf. Nicht beide abflimmen, Thomas. Einen. So. Ganz schnell auf den Savepoint da drauf. Ich liebe uns Höschen macht. So, die will ich euch jetzt alle haben hier. Will haben alle. So, das größte Problem ist einfach noch hierbei. Ja, wie soll ich sagen, dass man natürlich nicht so eine super Hyper-Bluetooth-Technik hat, die quasi ohne die Leuchtkugeln. Jalla. Wo ich auch mal Jalla sag, ich weiß es nicht. Na, hinter das Stadtbahn 03, wisst ihr, höre ich die Motoren. Ach, das für das Teil. Eins, zwei, drei, hier kommt die Polizei. So, Save Point first. Yalla. So. Was ist denn los hier? Wo bin ich? Lass mich doch mal was sehen. Wo ist wieder die Sonne hier? Das ist doch Käse. Was ist hier los? Mann. Ich wandere im Raum hin und her und ich kann es einfach nicht verhindern. Ich gehe spazieren in meinem Zimmer. Verdammt. Ist eigentlich schon schwierig genug, bei diesen Gegnern das Maul zu halten. Mann. Also Bequemlichkeit hier lässt zu wünschen übrig. Okay, hier irgendwie ranholen. Das ist ja... Oh, verdammt, wo ist jetzt mehr... Wo bin ich wieder? Oh, ich muss down... Ich guck völlig falsch. Mann, da vorne ist der Bildschirm. Gerade habe ich dahin geguckt. Mann, ist das lästig.
Ist da irgendwas drunter, was ich sehen sollte? Nein. Wie komme ich denn hier hoch? Gar nicht anscheinend. Die Frage ist auch, was ist denn, wenn ich hier hinkomme? Dann kann ich auch gar nicht Münzen abräumen for the win. Ich bin jetzt auch nicht der große Held in dem Spiel. Wie komme ich eigentlich den ran? Achso. Keine Panik. Wie komme ich denn da hin? Ich komme ja hier nicht rauf. Ich muss irgendwie ihn hier bewegen. Hätte ich die gar nicht beide holen müssen? Man weiß es nicht. Da ist ja kein Hebel. Da ist auch nichts und da ist auch nichts. Oder muss ich zu dem Hebel? Ach, da war ich doch gerade schon am Anfang. Ich kann also einen über die Wupper springen lassen. Ich möchte doch hier... Das ist halt so eine Sache. Man kann ja theoretisch kann man ja hier durch den ganzen Raum spazieren gehen. Wenn denn der Raum groß genug wäre. Also theoretisch wäre das möglich. Ja, so. Ich glaube, mit einem Controller wäre es wirklich recht problematisch hier. Na, 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 ich sing dir ein Lied. Und noch ein Lied singe ich dir. Ist das gut, dass, die da, dass ich da nicht die Balance halten muss? So. Das ist sehr viel wert, dass ich hier nicht, wenn ich auf diese Teller lande, dass ich da nicht das Gleichgewicht halten muss mit den Figuren. Das wäre erstmal der Hammer. So, ist irgendwas, was ich hier noch machen möchte? Sagen wir es mal so. Machen muss, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch schon alles. Kann ja sein. So, da müsste ich quasi mit dem... Ah, wieso komme ich da? Oder war ich da oben schon? Kann das sein? Ich glaube, da war ich schon. Oder wie sagt man in der Let's Player-Branche? Da waren wir schon. Ihr kommt alle mit. Keine Gnade. Chip, tip, 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 di du. Hinter das Startbahn 03. So. Wo ist denn wieder die Kamera? Ja, sehr schön. Wir gucken wieder Richtung PC. Der hat aber damit nichts zu tun hier. Der ist unschuldig. So. Rüber. Eins, zwei, Polizei, noch ein Bier.
Wind nur das Startbahn 03, wisse höre ich die Motor, so jetzt kann er da durch. What? Warte. Was ist das denn für ein Trick? Natürlich nur einer. WTF? WTF? Warum ist er mitgekommen? Und wie soll ich denn beide mitnehmen? Muss ich den Schalter betätigen? Also man sieht also auf jeden Fall, wir kamen von hier. Meine Güte. War ich bei dem Schalter gerade gar nicht? Habe ich den total ignoriert? Den hatte ich doch gerade. Ach, das ist das. Wow, was soll mir das denn helfen? Fuck. Ich sollte lieber singen. Wo ist jetzt die Kamera? Okay, da. Ausnahmsweise gucke ich mal Richtung Kamera. Sollte lieber beim schlechten Singen bleiben, statt rumzupfeifen. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, noch ein Bier. Mann, was ist das denn hier? Verdammte Axt. Ich verliere dauernd das Headset. Wo ist die Kamera? Fuck! Da nimmst du das Teil ab und da guckst du links schräg in den Raum. Drehen hier, drehen hier, drehen hier, drehen hier, drehen hier, drehen hier, weiter. Drehen, 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 drehen. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Da ist sie nicht, da ist sie nicht, da ist sie nicht, da ist sie nicht, da ist sie nicht. Mann, wo ist die Kamera? Verdammt, noch weiter drehen. Mann! Sitzt das Bild unscharf? Weiter. So, weiter, 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 weiter. Ich muss nur einen retten. Was ist das denn für eine Verarschung? Ich musste sonst immer zwei retten. Wieso denn diesmal nur einen? Deswegen habe ich die ja beide runtergesaugt. Weil ich das so gewohnt war, normalerweise, also beide, die im Spiel waren, zu retten. So. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Part Level 13. Sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben. Level 13. Wo ist der Knopf 4? Wie halte ich das überhaupt hier? Oh, yellow, yellow.